80, Tim Ecke. So, 1 Uhr. Julian Schulze auf der mittleren Aufbauposition. Ja, ungewöhnlich, so zu starten. Und da ist das erste Tor für die Strömke. Und der Ballgewinn für Bernburg. Nico Richter macht das Tor. Fehlwurf durch die Nummer 29. Friedrich Schmidt. Abwurf für Bernburg. Freiwurf für Bernburg. Erneuter Freiwurf. Und Julian Schulze setzt sich da durch alleine. Zum 3:0 für Bernburg. Kein schlechter Start. Und da ist das erste Tor für unsere Gäste mit der Nummer 24. Linus Adam.
zum 3:1. Oh, Christian Herbst mit einer super Einzelaktion. So, beim Stand von 4:1 für den SV Anhalt Bernburg begrüße ich Daro Tomaszewski jetzt an meiner Seite. Ja, schönen guten Tag. Der heute leider nicht am Spielbetrieb teilnehmen kann aufgrund einer Prüfung, aber hat es jetzt gerade in die Halle geschafft und kann mich jetzt unterstützen bei der Operation. Dann muss ich das hier nicht alleine machen. Das ist schön. Freuen wir uns auf ein spannendes Spiel. Ja, sehr hilfreich. Ich sehe 4:1 für den SV Anhalt Bernburg. Ja, das sieht sehr gut aus. Zeitspiel angezeigt. Drei Pässe. Okay, ja. Und da war die Parade vom Leipziger Torwart. Ja, und dabei gewinnt die auf der Farbe. Felix Krönke. Gutes Rückzugsverhalten hier von Felix, der sich da den Ball erkämpfen kann. Ja, und Bamberg wieder im Angriff. Genau. Ja, da lassen wir den Ball ein bisschen vertempern. Ach, gutes Schön. Anspiel auf den Kreis. Ja, und mit Glück kommt er dann zu Felix Krönke. Vorher super herausgespielt von Clemens Grafenhorst auf Niklas Friedrich. Und dann mit dem glücklichen Ende für Bamberg. Aber Leipzig hier mit dem schnellen Gegentor. Die Nummer 6, Luca Hopfmann. Aber auch hier, Bamberg kann ja gut nachziehen mit Christian Herz, der sich den Wurf nimmt. Sehr schönes Tor. Und auch das Rückzugsverhalten passt. Gut zurückgearbeitet. Ja. Und somit Leipzig mit der Auszeit. So, und das Spiel ist wieder freigegeben. Leipzig im Angriff. Hat taktische Anweisungen bekommen. Ja, mit dem Einläufer von außen. Ja, und gute Abwehr von Tim Ehmke drüben. Ja, und auch da gute Abwehr, aber da kommt der Pass noch außen. Ja, andersrum, okay. Nee, war richtig. War Fuß bei Christian Herz. Okay, dann weiter geht's. Zeitspiel, 3 Pässe. Ja, war das Kreis? Am Mutter. So, dürften die Pässe aus sein, einer noch. Kommt der längste der Leipziger. Ja, und guter Block. Und geht an Pfosten. Block, Pfosten, Torwart.
Da macht's schnell. Gut. Und da ist Rico schön Richter gespielt. Clemens, stark. Clemens, starkes Kreuz für Nico Richter, der von außen dann abschließen kann. Super gespielt. Und auch auf der anderen Seite bei uns. Es stimmt. Der Ball gewinnt. Der Ball ist aus. Gamburg wieder mit dem Ball. Ja, wir stellen ja gerade eine sehr, sehr starke Abwehr. Ja. Die Leipziger finden kein richtiges Mittel dagegen. Zwingen die Leipziger zu Fehlern. Ja. Ist wichtig, dass wir im Stand von 7:2 Gamburg wieder im Angriff. Ja, da war das Kreisanspiel. Ja. Wurde gesehen, war ein Trikot gerissen, gezogen. Da gibt es die gelbe Karte. Für die Nummer 7, oder? Ja. Clemens Ulich. Ja, Bernburg im Aufbau. Und da ist am Kreis. Ja, da ist ganz schön Alarm. Ganz schönes Gedränge. Bei Niklas Friedrich. Ja, wird gutes 1-1 von Schulle. Ja. Und Bernburg mit dem Freiburg. Einläufer von Bernburg. Zeitspiel ist angezeigt. Und Clemens Grafmus. Mit einem Fehlwurf, ja. Das ist nicht schlimm, weil Clemens macht später einen, der nicht geht. Und ist damit wieder das Schritt. Ja, somit die Leipziger wieder im Angriff. Und Bernburg verteidigt hier die schnellen Kreuzungen echt gut. Ja. Stürmerfoul angezeigt und Stürmerfoul gepfiffen von Schiedsrichter. Jawohl. Bernburg im Ballbesitz. Jetzt machen sie das Spiel schnell. Christian Herz und wirft das Tor stark. Christian Herz schön aus der Bewegung. Tor. Ball schnell gemacht, nach dem Ball gewinnt. Echt. Und auch hinten stehen wir wieder gut. Ja, das ist super. Abwehr, eine super Abwehr. Mit super Rückzugsverhalten von Bernburg hier. Vorne den Ball schnell gemacht, schnell zurückgearbeitet und somit die Leipziger wieder in Positionsangriff gezwungen. Ja, das lässt sich erstmal ganz gut an. Noch da, das ist da ist zu. Niklas Friedrich kompromisslos. Ja. Vielleicht sogar Schritte. Ja, das sah schon komisch aus. Und dabei gewinnen. Dabei gewinnen. Durch gute Abwehr. Und aus, ja. Einwurf Bernburg. Albers. Oh! Ich glaube, der Trainer gibt den Ball nicht frei. Nee. Das, genau, dafür kassiert er zu Recht die gelbe Karte. Hält den Ball in der Hand. Nico möchte natürlich den Ball haben. Hält, nimmt ihn in die andere Hand und schmeißt ihn, lässt ihn fallen. Ja. Darf er nicht machen. Ja, ist zu Recht bestraft worden. Alles in Ordnung. Ja, taktisch. Taktisch die gelbe Karte mitgenommen. Klar. So könnte sich Leipzig sortieren. So, Bernburg im Spielaufbau. Ja, da gibt es den Freiwurf. Ja, das Zeitspiel ist da. Zeitspiel, ja. Ja, okay. Und Leipzig hat den Ball. Parade von der Nummer 1, Sebastian Klein. Ja. Und somit Leipzig im Ballbesitz, machen den Ball schnell. Ja, da ist und das dritte Tor für die Leipziger. Aber auch Bernburg macht den Ball schnell mit dem Durchbruch auf halb. Und da gibt es den 7 Meter. Ja. Gut gespielt von Nico Richter auf Julian Schulze. Der da den Durchbruch auf halb links startet und dafür zu Recht
den 7 Meter bekommt. Ja, Nico Richter gegen Sebastian Klein im Tor. Und das ist ein Tor für den SV Bamberg von Nico Richter. Spielstand 9:3 nach 11 Minuten 20. Nico Richter in den letzten Spielen zu Alter 7 Meter Stärke zurückgefunden. Absolut sicher. Ja, schönes Tor von der Nummer 6. Das ist Luca Hopfmann, genau. Jetzt Christian Froschauer für Bernburg ins Spiel. Mit seiner ersten Aktion. Nicht Jan, Christian Froschauer. Was hab ich gesagt? Jan. Oh, ja, das. Korrigiere ich natürlich gerne. Ja, und Felix mit dem Durchbruch auf halb rechts. Er macht das Tor. Gut gespielt und Leipzig probiert den Ball schnell zu machen. Aber Bernburg arbeitet zurück mit dem Ballgewinn. Tim Inke geht selber und macht schön das Tor. Noch da, Abwehr ist zurück. Ja, schön, schön, schön. Ja, ja, gut gespielt. Schneller Ball von Leipzig. Durchbruch auf halb. Für die Nummer 11. Franz Hecker mit dem 5. Treffer für Leipzig. Die Nummer 11 ist auf meinem Spielberichtsbogen überhaupt nicht drauf. Doch, da ist er, Franz Hecker. Kriegt sein Tor angemalt. Spielspann 11:5 nach 13 Minuten. Mit dem hohen Einläufer von Bamberg hier. Ah, schade. Ja. Ah, schöner Stemmwurf von Clemens. Leider der Torwart noch den Fuß dran bekommen. Ja, und da macht es Leipzig schnell. 1:1 machen sie das 6. Tor. Ja, Bamberg hier wieder mit dem ruhigen Aufbau. Ja, da und ist auch drin. Mit einem schönen Wurf von halb rechts zum 12:6. Ja, jawohl. Und dadurch den Wechsel sind wir ein Mann in Unterzahl. Leipzig kommt schnell durch, wirft den Ball, aber gegen die Latte. Dementsprechend der SV Bamberg wieder im Ballbesitz mit dem Angriff. Ja, da gibt es den Freiwurf für Christian Froschauer. Ja, das Zeitspiel ist angezeigt. Oh, das ist 1:1 von Julian Schulze. Ja, da muss jetzt auch ein Leipziger runter. Das hat anscheinend wehgetan. Ja, bei dem Brecher Julian Schulze auf Mitte, ja, da kann das mal passieren. Ist gefährlich, ja, wenn der zufasst. Clemens geht rum und macht das Tor. Gut nochmal gewartet, an der Abwehr vorbei, am Block vorbei, macht er das Tor. Schön. Schön gesehen, dass da der Mann zu Boden geht, die Wurfbahn frei ist. Tolles Tor. 13:6 für den SV Bamberg. Ja, die erste Hälfte der ersten Halbzeit ist rum. Ja, 15 Minuten gespielt.
Und auch die Abwehr bleibt stabil. Ja, ja, ja. Schöne Abwehr. Ja, verschiebt gut. Ja. Abwurf. Abwurf Flammburg. Und sie machen den Ball wieder schnell. Ah, ja, und 7 Meter, ganz super klar. Abwehr am Kreis. Gut gesehen von Christian Herz auf Tim Ehmke. Und da zu Recht Abwehr am Kreis. Gibt es den 7 Meter für SV Flammburg. Ja, Nico Richter tritt an gegen Sebastian Klein zum zweiten Mal. Ja, und Nico Richter macht das Tor, verwandelt den souverän. Sehr schön. So, neuer Spielstand, 14:6 nach knapp 17 gespielten Minuten. Ja, noch da. Die Abwehr steht nach wie vor. Super gemacht von Tim Ehmke. Ja. Ja, ja. Gutes Kreuz gespielt von den Leipzigern. So kommen sie um den Mann rum. Luca Hopfmann. Ach, Bermo, super Pass. Was für ein Pass. Und Christian Herz. Das war mega stark. So ein geiles Anspiel an den Kreis. Und zu Recht gibt es dafür den Treffer. Zum 15:7 für den SV Bermburg. Ja, das war extrem ansehnlich. Ja. Richtig schön gespielt. Aus dem schnellen Angriff, schnellen Ball heraus. An der Abwehr vorbei, Ball zwei Männer gezogen. Ja, das war klasse. Auch da kommt Felix raus zum Stören. Und Julian Ohm am Ball. Kratzt ihn da aus der Ecke. Das ist eine sehr starke Abwehrleistung heute. Bisher, genau. Ja, wollen wir daran festhalten, ne? Das wäre schön. Ja. Na genau, gut gespielt. Von Leipzig den Außen frei bekommen. Und dann machen sie das Tor. Minus Adam. 15:8. Oh, und da sehen wir jetzt Jens Osterloh auf der Platte. Ja. Zurück nach einer sehr langen Verletzungspause. Ja. Das freut uns. Ja, nach einem Kreuzbandriss kommt er jetzt zurück. Genau. Das ist schön zu sehen. Dass alles gut geht, dass er unverletzt bleibt. Schönes 1-1 und Roschi, da muss es den Freiwurf geben. Ja, gibt's auch. Gibt's auch. Mhm. Ja, gutes Anspiel von das Christian ist das Koscher Tor. Auf wieder Tim Ehmke. Klasse. Tim Ehmke mit einem super Tor. Den freien Mann. Ja, da und jetzt Osterloh. Super. Eine Wand steht da. Ja, der hat ein paar Mal im Fitnessstudio gestanden in der Zeit. Der hat jetzt alles rausgelassen. Die zweite Auszeit. Da ist der Spieler von Leipzig wie in eine Wand gelaufen. Ja. Ah, das freut uns. Tim Ehmke hat uns auch hier im Moderatorenteam unterstützt während seiner Verletzungspause. Jens Osterloh, meinst du? Meine ich doch. Vielen Dank dafür. Ja, aber jetzt freuen wir uns, dass er endlich wieder auf der Platte steht. Ja, freuen wir uns, dass er jetzt wieder spielen darf. Hoffentlich gute Akzente setzen kann. Und Nico da ein bisschen auf rechts außen entlasten kann. Sehr, sehr schön. Ja, Leipzig hat schon mit der zweiten Auszeit in der ersten Halbzeit. Da ist der Trainer anscheinend nicht so zufrieden. Ja, Spielstand 16:8 nach 20 Minuten knapp.
zweiten Halbzeit zu spielen. Wichtig ist, weiter konzentriert bleiben, die Abwehr so stellen, gut zurückarbeiten. Na gut, da ist die Parade. Oh, Ball nicht gefangen von Christian Herz, dem da irgendwie durch die Hände flutscht. Schade. Gerade gut Ball erkämpft, ja. Gute Parade von Julian Ohm. Ja, war ein bisschen flach halt wahrscheinlich am Ende. Ja, und da ist das Tor. Einzelaktion von der Nummer 20. Jonas Höhnke. Ja, Christian Herz bekommt eine kleine Pause. Bisschen durchatmen. Ja, ja. Dafür Clemens Erholen auf halb genau. Rechts. Christian Froschauer auf halb links. Und der hohe Einläufer von Gamburg. Ja, jetzt aber auch die Abwehr von Leipzig. Sie verschieben da gerade gut. Ah, und da setzt Froschauer. Super gemacht. Schönes 1-1. Und dann zurecht mit einem Treffer belohnt. Da gut das Kreuz ausgeschoben. Kreisläufer weitergegeben. Mann übernommen. Sehr schöne Abwehr von Gamburg. Ja, bisher ein sehr, sehr faires Spiel. Ja, das stimmt. Das kann man sagen. Ja, ja. Schön durchgesetzt. Ja, schönes 1-1 auch hier vom Leipzig-Spieler. Ja, Luca Hopfmann. Ja, macht ein starkes Spiel. Ah, und Julian Schulze. Ja, und Felix Hürnke, er kämpft sich den Ball zurück. Julian Schulze mit dem Schlagwurf. Da bekommt aber Sebastian Klein noch seinen Fuß dran. Kann somit das Tor abwehren. Ja, mit dem Torabschluss jetzt Gamburg wieder auf ruhigen Aufbau. Genau solche Akzente musst du setzen, auch von draußen gefährlich sein. Nicht nur im 1 gegen 1, auch aus der zweiten Reihe. Dann kommt die Abwehr ein bisschen raus. Und dann hast du auch im 1 gegen 1 dann wieder mehr Platz. Das Zeitspiel ist angezeigt und ja, der Wurf von Clemens Grafenhorst, den Sebastian Klein da fast fängt. Ja, und da gibt es das Stürmerfoul gezogen von Felix Kröpke, gut angezeigt. Ja. Durch an einem Mann vorbei, zwei Spieler im Block, Ball kommt trotzdem durch, aber der Torwart hat ihn dann, Sebastian Klein, mit der Parade. Ja, jetzt im Angriff nicht so nachlässig werden. Weiter die Bälle reinmachen. Ja, ist jetzt der zweite hintereinander. Ja. Und da Jens Osterloh hat spekuliert, den Ball abzufangen. Geht er vorbei und dann ist natürlich sehr viel Platz auf der linken Seite für Leipzig. Julian Schulze instruiert nochmal seine Mitspieler, was als nächstes passieren soll. Nee, und da Anspiel an Kreis klappt nicht. Ja, und da machen sie den Ball schnell. Wir können im Konter das 12. Tor erzielen. Ja. Ja, ich glaube, da springt aber nur der Ball ins Gesicht. Da kommt kein Leipziger Spieler dran. Oh. Oh, gibt die rote Karte. Uiuiui. Rote Karte. Anscheinend war doch ein Leipziger Spieler dran. Im Gesicht mit der Hand. Und dann gibt es ja die rote Karte. Finde ich eine, ja. Harte Entscheidung, sicher. Aber wenn es so war, tja. Ja, ist im Nachhinein wahrscheinlich im Video besser zu sehen. Ich habe es jetzt auch nicht wirklich gesehen. Nee, wir gucken uns das auf alle Fälle nochmal an. Aber damit jetzt die rote Karte aber für die Nummer 10, wenn ich das richtig, oder?
Beide Schiedsrichter waren sich auch gleich einig, mussten nicht lange diskutieren. Nee, für die Nummer 20. 20. Jonas Hönke. Hönke, genau. Bekommt die Disqualifikation. Bisher mit 2 Toren. Okay, harte Entscheidung aus unserer Sicht, aber Spiel geht weiter. Bernburg im Angriff. Ja. Es passiert halt, ist ja auch Vorgabe, dass Gesichtstreffer. Ja. Hat er geahndet werden. Wie gesagt, es war ein sehr faires Spiel bis dahin und ich glaube nicht, dass man da Absicht unterstellen kann. Nee, auf gar keinen Fall. Machen wir auch nicht. Ja, da war der Kreis. Und da setzt sich Christian Herz wieder. Ja, gut, in Überzahl hier. Hätte auch die Möglichkeit gegeben, Tim Ehmke wieder anzuspielen, aber so der schnelle Ball auf Christian Herz, der dann eine Leichtigkeit da durchgeht und das Tor erzielt zum 18:12 für Bernburg. Genau, nebenbei noch der Torwartwechsel bei Bernburg. Jetzt kommt Baum im Tor. Kann sich beweisen. Ja, noch da, den Wechsel wieder gut verteidigt. Ja. Schön verschoben. Noch da das 1 gegen 1 von Niklas Friedrich. Ja, sehr schön. Richtig schön verteidigt. So muss das aussehen. Ja, und auch da. Ganz klar. Probieren zum 1 gegen 1 durchzugehen. Mit einem schnellen Ball 1 gegen 1. Zweimal hintereinander. Aber die schönes Kreisanspiel. Schon ist dran mit dem Oberschenkel. Ja. Rollt dann aber ins Tor. Und es gibt die 2 Minuten für Christian Herz, der da noch am Trikot gezogen haben soll, wenn ich die Geste, Geste des Schiedsrichters richtig deuten kann. Okay. Dann ist das so. Da gibt keine großen Beschwerden. Nö. Nehmen wir das mal so hin, Tor ist leer. Ja. Zugunsten eines weiteren Feldspielers. Noch 5 Minuten zu spielen, Spielstand 18:13, Bernburg im Angriff. Ja, schöner Nico Richter. Schlechter Winkel, aber er macht wie immer. Clemens Grafrost auf Nico Richter. Ja. Schönes Tor. Die Überzahl gut rausgespielt. Ja, auch Leipzig nimmt den Torhüter raus, um mit einem Mann mehr gegen Bamberg zu spielen. Ich glaube, eine sehr gängige Taktik mittlerweile. Ja. Ja, gut gesehen, ja, gutes Kreisanspiel durch die Beine von Christian Froschauer. Und Nils Zimmermann macht das Tor. Ja. Ja, da waren sich die Bamberger Spieler auf der Bank nicht ganz einig, wer jetzt spielen soll. Dem anderen wird auch gleich das Zeitspiel kommen. Ja, da ist es. Das ist schon. Oh, super 1-1 für Müller. Nein, und es wird abgepfiffen. Oh nein, hättest eigentlich 2 Minuten hier müssen, stößt von der Seite. Oh. Hängt auf jeden Fall noch ein Spieler dran. Ja, ne, und dann gibt es die Schritte, das Freiwurf für den Freiwurf für Bamberg. Aber von der Seite gestoßen, ganz klar. Also, er war durch. Ja gut. Nehmen wir es so hin. 3 Pässe sind angezeigt. Ändern können wir es von hier oben auch nicht, oder? Nein, das können wir nicht. Dafür sind die Schiedsrichter da. Ja, waren dann Schritte. Muss der Schiedsrichter abhalten. Einen Pass noch. Ja. Muss Clemens machen. Oh, da macht er den! Da macht er den! Ins Lattenkreuz, das gegen die Latte, gegen den Torwart und rein. Ich erwähnte es bereits. Und da die Abwehr steht. Ich erwähnte es bereits vorhin. Guter Rückzug. Da macht Clemens sein unmögliches Tor, was genau du das angesprochen hattest. Genau das habe ich vorher gesagt. Richtig schön. Schön.
Oh ja, sehr schön. Ja, gutes Tor hier von den Leipzigern. Ja, Luca Hoffmann. Zum 20:15. Und da sieht der Schiedsrichter den Fuß. Oh, deutlicher geht's nicht. Ja, somit machen die Leipziger, können den Konter laufen und auf 4 Tore verkürzen. Ja. Ja. Oh, ja. Ja, das muss der Schiedsrichter eigentlich sehen. Ja, Nico Richter hat eigentlich nur mal kurz angezeigt, dass der Schiedsrichter das hätte sehen können. Ja, müssen. Weil deutlicher geht's eigentlich nicht. Ja, und dann holt er Nico Richter nochmal zu sich, belehrt ihn da. Ja, ja. Outside Bernburg. 3 Minuten vor Schluss, 2 Minuten vor Schluss. Nochmal kurz sortieren. Spiel wieder freigegeben. Erstmal halt Bernburg im Angriff. Ja, die Leipziger sind jetzt wieder auf 4 Tore rangekommen. Ja. Das Tor jetzt direkt nach der Auszeit wäre natürlich wieder wichtig. Auf 5 wegzugehen. Oh, da pfeift der Schiedsrichter Schritte. Und somit Ballbesitz für Leipzig. Da wollte Nico uns 1-1 gehen auf Außen. Wird dann aber rechtzeitig losgelassen vom Leipziger Spieler und somit sind es dann die Schritte. Ja. Oh, jetzt wird's hektisch. Ja. Jetzt wird's hektisch. Aber Christian Herbst hält die Übersicht. Sieht die Lücke, geht durch, macht das Tor. Ja, jetzt ist die Hektik hier ein bisschen mehr im Spiel. Ja. In der Abwehr mit dem Kreis wird sich da ein bisschen rumgeschoben. Hat auch Christian Herz gerade einen Schiedsrichter angezeigt. Ja, da geht der Leipziger hoch. Da ist zwar noch die Fingerspitzen von Christian Herz dran. Ball geht trotzdem ins Tor. Somit die Leipziger auf 3 Tore ran. Jetzt das Tor machen, mit 4 Toren in die Halbzeit gehen, wäre natürlich wichtig. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Jetzt die Leipziger nicht zu nah rankommen lassen. Oh nein. Hüfttor von Clemens Grafenhorst. Der Torwart fängt den. Leipzig macht jetzt das Spiel schnell. Und da haben wir noch schon. Gut, das war's. Ja. Gehen wir mit dem 21:18 in die Halbzeit. Am Ende war wahrscheinlich ein bisschen zu viel Hektik im Spiel. Wir machen unsere Chancen vorne nicht. Obwohl noch ein paar Sekunden auf der Uhr wären, da hätte man noch mal einen Pass weiterspielen können. Ja, genau. Aber so erwartet uns weiter ein spannendes Spiel. Ja, das ist so. Das wird so. Dann verabschieden wir uns kurz in die Halbzeit und hören uns in wenigen Minuten wieder. Jo. Bis dann.
So, da sind wir wieder. Ja. Zurück zur zweiten Halbzeit. Hier in Bernburg. Ja, wir hatten eigentlich Anwurf jetzt in der zweiten Halbzeit. Ich war ja nicht da. Zu Beginn. Leipzig wird starten. Ja. Ja, da haben die Leipziger jetzt die Chance, direkt auf 2 zu verkürzen, ja, nach genau der Halbzeit. Ja, so ist das. Dann gucken wir mal, ob wir wieder so eine starke Abwehr wie anfangs der ersten Halbzeit stellen können. Ja, das wäre wichtig. Ja, jetzt gleich gut aus der Halbzeit kommen. Aus der Pause. Mit neu geholten Kräften. Ja. Und dann. So, Mannschaften sind da. Schiedsrichter nicht. Tja. Ja, doch, da hinten kommen die Schiedsrichter aus der Kabine raus. Wahrscheinlich war der Kaffee noch zu heiß. Jawohl. Ja, mal schauen, ob's Bier schon kalt genug ist. So, neue Anfangsformation auch bei Bernburg. Marco Zeller jetzt auf der Platte. Auf links außen, genau. Ja, und dann wird wahrscheinlich Tim Ehnke mit Julian Schulze wechseln, der dann wieder auf Rückraummitte spielen wird. Genau. So, und weiter geht's. Zweite Halbzeit. Ja. Spielstand 21 zu 18. Leipzig beginnt ja in der zweiten Halbzeit mit dem Angriff. Sind wir mal gespannt. Hoffentlich bleibt das Spiel genauso fair, wie es bis jetzt ist. Ja. Starke Parade. Tom Baum. Auch schön freigespielt. Das Problem. So, kurze technische Probleme gelöst. Jetzt sind wir auch hier im Stream bei der zweiten Halbzeit angekommen, genau. Bei der Anzeige. Okay. Zeitspiel angezeigt. Und ja, da ist Tom Baum mit einer saustarken Parade. Ja, die zweite hintereinander. Ja, kommt gut aus der Halbzeit anscheinend. Ja. Ja, starker Wurf von der Nummer 73, Paul Schmieschow. Genau. Ja, das habe ich jetzt leider nicht gesehen, nee, weil ich den Namen lesen musste. Ich war auch gerade noch auf meiner Liste. Wir brauchen hier mehr Leute scheinbar. Aber alles gut. Ja, vielleicht sollte das nächste Mal nur einer auf die Liste schauen. Der andere verfolgt das Spiel weiter. Niklas Friedrich ist nicht ganz einverstanden mit der Entscheidung. Aber Freiburg, weiter geht's. Abschluss von Christian Herz, da war aber noch ein Mann dran und dann der Torwart Sebastian Klein mit der Parade. Hätte man vielleicht auch einen Freiwurf geben können. Aber starke Abwehr hier von den Bamburgern. Ja. Felix Krümke da mit dem Stoppfoul. Kommt gut raus. Unterbricht den Ballfluss. Leipziger müssen neu aufbauen. Und Schnürsenkel binden. Ja, und dann kann es auch gleich weitergehen.
Das ist klar, dass da jetzt die Kommentare von Zuschauern kommen. Ja. Ja, ist ja nur Spaß. Ich glaube, von Minis an. Ja. Egal in welcher Liga. Gehört dazu. Sobald Schnürsenkel gebunden werden, kommen Sprüche von Reng. Ja, und da auch Tom Baum wieder mit der Parade. Und Felix Krönke sichert den Ball. Ja. Bernburg im Angriff. Ja, das ist jetzt ein wichtiger Angriff. Jetzt mal wieder das Tor machen. Ja. Oha, da hing aber noch jemand im Vorfahren, oder? Aber definitiv. Aber es gibt nur den Freiwurf. Leipzig schon die ganze Zeit mit weit rausgezogenen Spielern, die da Richtung 9 Meter decken. Sehr offensiv, ja. Und Christian nimmt sich den Wurf, verwandelt. Ja. Und Leipzig macht das Spiel schnell über rechts außen. Ja. Oh. Und da könnte man auch einen Freiwurf pfeifen. Und Leipzig verkürzt auf ein Tor. Leipzig dran. 22-21, hier in der 34. Minute. Ja, das waren jetzt auch ein, zwei Angriffe, wo wir hätten vielleicht einen Freiwurf bekommen können. Ja. Ja. Ja, weiter klare Aktionen rausspielen. Ja, es wird jetzt wichtig sein. Gute Chancen rausspielen und die dann auch machen. Und da das Anspiel kommt das Kreisanspiel nicht, genau. Kommt nicht an. Und somit die Leipziger die Chance auf den Ausgleich. Und Hamburg trotzdem gut im Rückzug. Na, oh, nee. Und dann geht so ein Ball rein. Ah. Und so bei Bamberg schnell gemacht. Und Nico Richter mit dem Tor wieder zur Führung zum 23-22. Ja, das sind die schnellen Bälle. Die brauchen wir. Die schnellen Angriffe. Den Ball schnell nach vorne bringen, wenn die Abwehr der Leipzig noch unsortiert ist. Genau. Ansonsten fällt es uns im Moment schwer. Ja. Eine klare Chance rauszuspielen. So haben wir das, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit gut gemacht. Gut den Ball schnell nach vorne gespielt, aber auch schnell zurückgearbeitet. Natürlich kostet das sehr viel Kraft. Ja, aber das so mit wird wahrscheinlich die Lösung sein. Noch mit unserem schmalen Kader. Ja, und da kommt der Abpraller vom Torwart von dem gehaltenen Ball zu den Leipzigern. Und dann mit einem Riesenwinkel hat es der Außen von Leipzig sehr, sehr leicht. Wieder auszugleichen. Ja, schade. Tom kommt hier sehr gut in die Halbzeit rein. Ja. Hat seine Paraden und dann kommen die Bälle trotzdem zu den Leipzigern. Im zweiten Anlauf ist er dann halt drin. Ja, und da wieder der Torwart. Sebastian Klein hält den Ball. Und somit haben jetzt die Leipziger die Chance, in Führung zu gehen. Das erste Mal in dem Spiel, glaube ich. Ja. Ja, jetzt wieder wichtig. Stabile Abwehr stellen. Gut die Kreuzungen verteidigen. Und da kommt dann Fehlpass, genau so. Genau. Bringst du die angreifende Mannschaft gut unter Druck, kommen genau solche Fehler. Anspiele, kommst du im Ballbesitz und hast jetzt wieder die Chance, das Tor zu machen. Genau.
Wir müssen halt Druck auf den Leipziger Angriff bringen. Umso schwieriger haben es auch die dann den Ballfluss zu halten. Und dann gibt es eher mal einen technischen Fehler. Oh, super gesehen, schnell gespielt. Felix Krönke mit dem Durchbruch auf halb. Ja, Leipzig macht auch den Ball super schnell. Er sieht dann den Platz auf der linken Seite, aber auch Bamberg wieder mit dem schnellen Ball durch Nico Richter und dann das Anspiel. Da muss doch einmal fehlen. Also. Ja. Okay, ich beruhige mich erstmal wieder. Das ist ja klarer, geht's ja nicht. Ja, kommt nicht frei zum Abspiel. Ist unter Bedrängnis. Auch am zweiten Mann, der den Ball bekommen soll, an Marc Wurzhaller, ist, glaube ich, einer dran. Ja. Ja, aber da verschieben wir gut. Da ist auf halb dicht, kommt da nicht durch. Ja. Super zugemacht. Leipziger Spieler könnte nicht weiterspielen. Ja, da ist die Parade. Schneller Abschluss von Leipzig und Tom Baum mit einer super Parade. Ja, super Anspiel von Julian Schulz. Sau. Niklas Friedrich. Und Bamberg geht wieder in Führung. Felix Krönke spielt den Ball raus. Super Ballgewinn durch Felix Krönke. Nico Richter hat dann den Ball. Super rausgespielt von Felix Krönke. Das war gut zurückgearbeitet. Saustark. Ja, somit Bamberg wieder im Ballbesitz. Kann sich jetzt wieder mit zwei Toren absetzen. Wird wichtig sein in der Schlussphase. Also, noch sind wir nicht in der Schlussphase, aber... ja, ein bisschen ist noch zu gehen. Jetzt mit dem hohen Mann von Bamberg. Ja. Oh, und der Ball übers Tor geworfen von Christian Froschauer. Schön rausgespielt. Ja. Und Tim Engel kann den Ball abfangen. Kommt von der Bank rein durch den Wechsel mit Julian Schulze. Gut gesehen, gut den Ball antizipiert. Ja. Nice Aktion. Gut den Ball abgefangen. Ja, also was wollen wir sehen? Ja, das ist hilfreich. Wenn alle im Rückzug mitdenken, den Ball im Auge haben. Ja. Und Bamberg wieder mit dem hohen Einläufer, der zum zweiten Kreis übergeht. Und auch hier, Leipzig spielt den Ball gut raus. Ja, und da machen wir komplette linke Seite frei. Und der Anschlusstreffer, Ausgleichstreffer von Leipzig mit der Nummer 67, Moritz Schwog. Ja, ist jetzt seit Halbzeit ein Spiel. Beide machen technische Fehler, die dann durch schnelle Angriffe bestraft werden. Im Positionsangriff klappt bei beiden nicht so viel. Ah, da Felix Krönke im 1-1 und der Schiedsrichter pfeift sehr spät nur den Freiwurf. Ja, war eigentlich durch. Ja, und die Leipziger spielen jetzt mit einer sehr offensiven und schön mit Drehung. Steht im Kreis. Und ja, Leipzig steht im Kreis. Ja, aber ganz klar. Hätte ich auch anders gesehen. Aber naja, den Freiwurf für den SV Bamberg. Nehmen wir erstmal mit. Kommt jeden Moment das Zeitspiel. Ja. Da ist es. Zweiter Kreisläufer. Oh, super Wurf von Felix, aber Sebastian Klein mit der Parade. Und somit... Die Leipzig. Oh. Ja. Ja, und da mit dem Tor der Leipziger. Da will Nico Richter der Stürmer voll provozieren. Schneller Ball von Nico Richter. Sau stark. Auf Niklas Friedrich, der da noch einen mitbekommt. Ja, gibt aber keine Strafe. Schiedsrichter pfeifen jetzt nichts mehr. Gibt keine Strafe für den Leipziger. Aber ganz klar. Und der Posttreffer der Leipziger. Nico Richter macht den Ball schnell.
und Felix. Und da gibt's das Stürmerfoul. Gerade eben nicht. Gerade eben pfeift der Schiedsrichter nicht. Jetzt gibt's das Stürmerfoul gegen die Bamberger. Provoziert. Naja. Das sieht anscheinend die ganze Halle anders. Ja. Ja, es waren jetzt einige gehäufte Entscheidungen, die nicht ganz nachvollziehbar waren. Das muss man so sagen. Aber. Ja, wir sehen das auch ein bisschen immer hier noch aus der Bamberger Brille. Das ist ja, ja klar. Fairerweise, ne? Muss man das zugeben. Ja, also. Okay. Wir nehmen es mal so hin. Sind nicht ganz einverstanden. Aber es geht weiter. Leipzig im Angriff. Spielstand 26-26. Die Schiedsrichter haben noch 18 Minuten Zeit, ihre Linie zu korrigieren. Oh. Ja, da gut den Mann festgemacht, konnte nicht weiterspielen. Ja, bitte. Leipzig jetzt mit den langen Wegen. Aber wir verschieben gut und kommt keiner ran. Beispiel kommt nicht an. Und da muss es was geben. Ja, ich denke mal, das wird erneut. Nee, gibt die 2 Minuten. Gibt die 2-Minuten-Strafe. War auch richtig, der erste Mann. Naja, kann Christian nicht halten. Somit hilft der zweite Mann schon aus. Und ja, gehen dann beide zu Boden. Muss die 2-Minuten-Strafe geben. Ja. Alles richtig. Wir wollten. Christian Herz wollte das Tor machen. Ja, ja. Geht dann zum Tor am ersten Mann vorbei, wird dann am zweiten aufgehalten und dann auch richtig gibt es dann die Strafe. So mit Bamberg in Überzahl. Hoffentlich können wir die dann jetzt gut nutzen. Jetzt sind wir mal gespannt. Jens Osterloh. Oh, und das Anspiel von Nico Richter auf Marc kann der Leipziger Spieler abfangen. Oh, und Tim Ehmke kriegt den Ball nicht. Stark! Ja, und Marco Zauber mit dem Tor. Christian Froschauer da den Ball. Spielt den aus dem Kreis, klasse. Springt rein, Ball in der Luft. Alles richtig. Klasse. Marco Zahler kriegt da den Ball. Das ist Einsatz. Macht das Tor. Ja, aus einer beschissenen Situation noch das Beste gemacht, das Tor gemacht. Ja. Jetzt die Leipziger wieder im Aufbau im Angriff. Ja. Tim Enkel feiert sich da zurecht. Und eins. Ja, und Kreisläufer kommt nicht ran, gibt den Freiwurf. Ja, ja, Ball. Langer Ball, Torwart. Ja! Das Tor von Tom Baum, Torwart-Tor. Gut gesehen, dass die Leipziger den Torwart draußen hatten. Wirft da einen sehr, sehr hohen Ball. Aber ist drin und das ist wichtig. Ja, somit Bamberg wieder mit 2 Toren weg, aber die Leipziger im Angriff und somit die Chance wieder auf 1 zu verkürzen. Ja, wir sind... Oh, da! Ja, und Tom Baum! Fuß! Hey! Es gibt vorher... Gab vorher schon das Foul. Gab vorher schon das Foul, bevor der Fuß dran war. Gab schon das Foul für Leipzig. Weiß ich nicht. Aber. Tja. Müssen wir jetzt so hin. Den 7 Meter. Und auch Nummer 67, Moritz Schwupp. Macht den mit dem Aufsetzer. Zum Spielstand von 28-27. Thank you.
Ja, super Wahnsinn, gespielt. Wahnsinn. Schönes Kreuz von Nico. Schritte. Ja, und Schulle fängt den Ball ab. Ja, Christian Herz. Frei durch. Ja. Macht das Tor zum 30:27. Bamberg wieder mit 3 Toren weg. Ja, das ist wichtig. Und damit Leipzig mit der Auszeit. Ja. Ne, jetzt ist auch wieder die Stimmung in der Halle angekommen. Richtig gut. Bamberg mit 3 schnellen Toren. So muss es weitergehen. So, weiter geht's. Leipzig im Angriff. Neue taktische Instruktionen bekommen. Ja, sind wir aus der Auszeit zurück? Ja. Leipzig im Angriff. Ja, das schauen wir mal, was es Neues gibt. Ja, guter Ballgewinn direkt durch Christian Herz. Hat sich da einen Pass weggestellt und wirft das Standbein vom Leipziger Torhüter an. Ja, das hat er gemacht. Damit Sebastian Klein mit der nächsten Parade. Somit bleibt Leipzig dran. Ja, und schneller Ball auf Marco Zaller, der auf Nico Richter. Und da macht und das Tor, jetzt aber 31:27. Gut gesehen, nicht überhastet, schön den freien Mann gesehen. Ja, das stimmt. Und somit kommen wir zu unseren schnellen Chancen, machen die leichten Tore. Auch vorher auch schon super rausgespielt von Christian Herz, der sich da schön im Passweg den Ball holt. Ja, das ist natürlich die Größe. Klar, noch Größenvorteil. Von der Nummer 29, Friedrich Schmidt, der da es leicht hat, über die Abwehr drüber zu werfen. Okay. Ja, auch noch ein sehr junger Spieler. Ja. Ja, und Nico Richter macht es alleine. Aus dem Rückraum, 1 gegen 1 das Tor. Ganz stark gemacht. Ja, wir spielen jetzt hier mit einem sehr kleinen, aber schnellen Rückraum. Ja. Was anscheinend gut wird. Ja, funktioniert sehr gut in dieser Konstellation. Ja, und Jens. Osterloh, super Abwehr. Ja. Nimmt den Mann sauber ein. Ja. Und erneut. Ja. Und jetzt zum Baum mit der Parade. Dadurch Bamberg wieder im Angriff. Und jetzt die Chance, mit 5 Toren in Führung zu gehen. Oha, könnte man auch einen Freiwurf geben. Ja, muss man. Ja, das ist. Würde ich auch sagen. Da sind 2 Leute dran. Weiß nicht, vielleicht haben die Schiedsrichter es so gesehen, dass der Ball einfach vorher schon rausgeflogen ist aus seinen Händen, dass er den Ball nicht richtig kontrollieren konnte. Wenn es so war,
aus unserer Perspektive stand ein Mann davor, können wir nicht richtig sehen. Oha, und da. 7 Meter, lecker, und 2 Minuten. Nee, Tor. Also Tor. Das zählt das Tor. Das wird ja, Vorteil laufen. Ja, sehr schön. Gut gemacht vom Schiedsrichter. Ja. Aber eigentlich müsste es auch noch 2 Minuten Strafe geben. Da muss es die 2 Minuten geben, ganz klar. Steht im Kreis, zieht am Trikot noch zurück. Da muss es die 2 Minuten geben. Ja, also klarer geht's nicht. Ja. Bank beschwert sich auch. Aber okay. Ja, und Jens Osterloh, super den Mann wieder angenommen, schöne Abwehr. Ja. Und Leipzig bekommt da halt den Freiwurf. Ja. Julian Schulze in der anderen Situation auf der anderen Seite nicht. Hier gibt es den Freiwurf. Ist ja auch richtig, dass es den Freiwurf gibt. Ja, ja. Sagt keiner was anderes. Und da wirft er bald rüber und hier gibt es jetzt die 2 Minuten Strafe. Ein bisschen lustig. Also gerade auf der anderen Seite nicht. Die gelbe Karte für die Bank, ja. Für Martin Ostermann, der sich da zu Recht aufregt. Jetzt wird es aber recht bisschen lächerlich, muss man sagen. Das ist halt schwierig, wenn du es auf der einen Seite nicht pfeifst, dann darfst du es hier auch nicht pfeifen. Da hängt einer voll am Trikot, lässt den Vorteil laufen, ist ja richtig, lässt das Tor, aber danach kannst du immer noch die 2 Minuten geben. So sieht's aus. Und hier direkt die 2 Minuten Bestrafung. Boah, das kommt halt. Ja, das ist... Ja, 2 Minuten und 7 Meter für die Leipziger, die jetzt wieder auf 3 verkürzen können. Okay, damit. Nehmen wir das erstmal so hin und diskutieren vielleicht nach Ende des Spiels nochmal, wenn der Ausgang klar ist. Das ist natürlich, ich hätte in der Situation natürlich auch die 2 Minuten gegeben, aber wenn du es in der Situation vorher nicht pfeifst. Ja, richtig, dann nicht. Dann musst halt deine Linie durchziehen. Wir haben bei der jetzt vergangenen Europameisterschaft auch sehr harte Linien von Schiedsrichtern gesehen, die wenig gepfiffen haben. Aber häufig wurde es dann auf beiden Seiten durchgehen. Ja, eine Linie ist eine Linie. Ja. Das muss für beide Seiten verlässlich sein. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Jetzt Dammburg wieder im Angriff. Und wieder die offensive Deckung der Leipziger. Ja. Ja, super Ansperren in den Kreis, aber da steht auch noch der zur Hilfe kommt. Ja. Steht da vielleicht noch mit dem Fuß im Kreis? Prinzipiell sauber verteidigt von der Aktion. Das ist völlig in Ordnung. Ja, wird jetzt gleich auf das Zeitspielen auslaufen. Zeitspiel ist angezeigt. Oh, ja. 3 Pässe noch für Bamberg. Und der Pfostentreffer von Nico Richter. Ja. Ja, jetzt sind wir natürlich auch in Unterzahl. Auch in der Abwehr. Hab jetzt gar nicht auf dem Schirm, wie lange noch. Und ja, da Leipzig überspielt den Mann. Niklas Friedrich ist da anscheinend weggerutscht. Ja. Muss gewischt werden. Ja, kurze Unterbrechung hier. Genau, und dann Bamberg nimmt den Torhüter wieder raus, um im 6 gegen 6 spielen zu können. Und schon sind es nur noch 2 Tore Abstand. Aber Bamberg mit dem Angriff und die Chance wieder auf 3 davon zu gehen. Bamberg spielt jetzt hier lange Angriffe, um natürlich Zeit in Unterzahl vom Tor zu nehmen.
und Christian Froschauer super, super die Lücke gesehen, schön durchgegangen und hat sich damit dem Tor belohnt zum 34-31. Ja, super Block von Niklas Friedrich. Somit die Ecke für die Leipziger. Ja, Bamberg verschiebt das schön. Da ist kein Durchgang kommen auf der rechten Seite. Und da gibt es den Freiwurf. Nee. Wofür? Keine Ahnung. Aber Ball war eigentlich klar. Tor ab. Ich glaube, weil... Ah ne, drüben. Nicht, weil der Ball aus dem Kreis genommen wurde. Das war jetzt mein... Oder doch? Weil der Ball aus dem Kreis genommen wurde? Ich kann es dir nicht sagen. Nee. Okay, auf jeden Fall noch drei Pässe, ja? Oder? Vier? Drei? Hat zwei Minuten. Da gibt es die zwei Minuten, hängt hinten am Trikot. Muss er weglassen. Muss er weglassen. Da ist der Leipziger vorbei. Und eigentlich ist Jens noch da zur Hilfe. Aber in der Situation bist du halt dran. Willst du mal festmachen? Ja, ist so. Aber zu Recht gibt es hier die 2-Minuten-Strafe. Bamberg also weiterhin in Unterzahl. Wird jetzt wichtig, viel Beinarbeit, schön verschieben. Ja, gut gesehen. Und dann auch schöner Abschluss von der Nummer 67. Moritz Schmuck macht das ja sehr souverän von außen mit einem großen Winkel. Ja. Ja. Kurz Ball Schweiß. Muss kurz getrocknet werden, ja. Genau. Ja, und wir sind jetzt bestimmt noch eine Minute 40 in Unterzahl. Ja. Das heißt, bis zur 55. Minute. Ja. So, weiter geht's. Spiel ist wieder freigegeben. Bamberg im Angriff. Wieder mit dem Torwart draußen. Ja, jetzt sind wir auch in der Schlussphase, hier ist jedes Tor, ist jetzt wichtig. Ja, Bamberg spielt sehr lange Angriffe, drei Pässe sind es nur noch. Natürlich wollen sie die Zeit von der Uhr nehmen. Oha, da gab es den Gesichtstreffer, aber keine Absicht. Kommt er aus der Drehung. Ja, Froschi wurde vorher selbst im Gesicht getroffen. Ja. Kassiert selber. Zwei Minuten gegen die Leipziger Bank. Ja. Völlig zu Recht. Beschweren sich da. Natürlich, Gesichtstreffer muss geahndet werden. Ja, ohne Frage. Aber er ist nicht frei durch. Nee. Ist keine freie Wurfchance. Also, natürlich immer beschissen für einen Torwart, will keiner. Ja. Aber da kann man keine Absicht unterstellen. Nee, kommt da aus der Drehung, aus Bedrängnis von zwei Mann. Genau. So, jetzt dürfte es noch einen Pass geben, denke ich. Ja, nee, und Leipzig steht mit 6 Leuten auf dem Feld. Ja, eigentlich müsste einer runter. Wenn der Schiedsrichter das rechtzeitig anpfeift, gibt es nochmal 2 Minuten, oder? Ja. Ja, jetzt ich glaube jetzt. Ah, merken Sie es, merken Sie es. Rechtzeitig, bevor der Schiedsrichter anpfeifen konnte. So, Zeitspiel dürfte jetzt aufgehoben sein. Nee, ist es nicht scheinbar. Oder doch, 2 Minuten angezeigt. Alles gut. Ja. Ja, Bamberg im Überzahlspiel hier mit 2 Kreisläufern. Aber finden nicht richtig den Weg. Jens Osterloh übertreten. Und Parade. Ja. Und alles gut. Gut gesehen. Super. Da guckt sich der Leipziger Spieler nicht um, bekommt den Ball gegen den Rücken. Ja. Und Jens Osterloh sieht das. Manchmal ist das besser, den Ball nicht im Blick zu haben. Ja.
Und Martin Ostermann direkt mit der Auszeit. Um jetzt die letzten Minuten, die letzten 5 Minuten nochmal kurz noch zu besprechen. Genau. Ist jetzt wichtig. Die Auszeiten bei beiden Teams vorbei. Tja, da erwarten uns jetzt noch 5 spannende Minuten. Ja. Gute 5 spannende Minuten. Bernburg mit 2 in vor. Und im Angriff, im Ballbesitz. Und im Angriff. Was macht der da? Ein super Tor. Klasse. Zimmert den Ball in den Winkel. Ah. Ja, da kommt wieder die Größe, kann einfach nur die Abwehr runterwerfen. Ja, großer Mann da bei den Leipzigern. Mit der 29 und Bernburg wieder im Aufbau. Noch 4,5 Minuten, Bernburg mit 2 Toren vor. Ja, super gesehen von Nico Richter, Christian Froschauer da im Kreis, der den Ball super verwandelt. Und somit zum Stand 36-33 ausbaut. Ja, gutes 1-1 ja, auch hier ja, von ja, ja. Der Mann mit der Nummer 29 bei Leipzig. Gute Bewegung. Friedrich Schmidt. Ja. Ja, kann er mit seinen langen Beinen sehr schnelle, ja, große Schritte machen. Aber Bernburg nochmal der Wechsel am Kreis. Tim Ehmke kommt raus. Niklas Friedrich kommt rein. Und da kommt das Zeitspiel schon, ja, okay. Ja, doch, Bernburg hat lange. Muss es den Freiwurf geben. Auch Gesichtstreffer. Gesichtstreffer, ganz klar. Oh. Und noch ein Pass? Ein Pass? Uiuiui. Oh, jetzt wird es aber echt. Jetzt kommt Christian Herz noch. Ja, und da der Block. Der Block steht. Und somit Leipzig wieder die Chance, auf einen ranzukommen. Ja, ja, und Jens Osterloh schön das 1-1 verteidigt. Tja, bei uns kam sofort Zeit. Und da gibt es den 7 Meter. Vorhin Vorteil steht laufen lassen, Kreis. Die machen wirklich. Also ja, jetzt nee, ich glaube, Kreisläufer steht im Kreis. Ja. Wird festgehalten. Tja. Weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, es war auch vorher schon ein Schritter eigentlich vom Leipziger Spieler. Ja, und der 7-Meter-Treffer durch die Nummer 67, Moritz Schwog. Und somit Leipzig wieder auf einen ran. Noch 2,5 Minuten bis Ende des Spiels. Und Bernburg im Angriff.
Nee, und da spielen wir den langen Ball auf außen und die Leipziger gleichen aus. Bamberg versucht jetzt das Spiel schnell zu machen. Und da gibt es den Stürmerfoul. Der Ball war vorher schon abgespielt eigentlich auf außen. Und da gibt es den Stürmerfoul. Oh, oh, oh. Jetzt wird es hier nochmal richtig spannend, die letzten zwei Minuten. Der Ball wird rausgespielt. Dann wird der Leipziger Spieler angenommen. Und es gibt die zwei Minuten gegen die Bank. Tja. Trainer war eigentlich schon in Richtung weg vom Schiedsrichter. Trotzdem dreht sich der Schiedsrichter nochmal um und gibt die zwei Minuten. Boah. Tja. Gerade eben der Stürmerfoul, hätte ich nicht gepfiffen. Und auch jetzt die zwei Minuten. Weiß man nicht, was da der Trainer Martin Ostermann auf dem Schiedsrichter zugerufen hat. Mit der Parade. Top 2. Es gibt die 7. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann. Im Leben nicht. Wir haben keinen Ton mehr. Das kann ich. Hallo? Hallo? So, jetzt wird er da. Ja. Das kann nicht sein. Ah, ich musste nur kurz die Wand zerstören. Das da. Also, jetzt wird's abartig. Gut festgemacht. Geht der Kreislauf nochmal in die andere Richtung. Lässt dann los. Tom mit der Parade. Boah. Ja, und Moritz Schwurg sicher vom 7 Meter. Ja, jetzt steht hier die Halle. Alle feuern an. Wir sind jetzt das restliche Spiel in Unterzahl. Durch und da gibt es den 7 Meter. Richtig. Aber hier. Ja. Steht dann im Kreis. Und somit Bamberg wieder die Chance auszugleichen. Leipzig aber dann wieder im Angriff in Überzahl. 40 Sekunden dann noch auf der Uhr. 50 Sekunden dann noch auf der Uhr. Können also den Angriff normalerweise nicht ausspielen. Ja. Und Nico macht den 7 Meter zum 37-37. Jetzt wird es hier nochmal richtig eng. Oh ja. Deshalb Beine zeigen in der Abwehr. Ja, da wird sie nochmal abgesprochen bei den Leipzigern. Und bei der 45. Minute müsste. Jetzt Zeitspiel ist angezeigt. Im Pfosten Treffer! Jawohl! Nein! Nein! Die pfeifen nicht gegen uns jetzt! Doch, es gibt den 7 Meter. Nein, im Leben nicht! Aber wofür steht er da im Kreis? Nee! Schiri! Also entschuldigen Sie bitte, aber da muss ich auch ein bisschen parteiisch sein. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ein riesen großer Witz. Auszeit. 11 Sekunden. Alle versteht die Welt nicht mehr. Die Worte. Ja, Bamberg jetzt noch 12 Sekunden. Ja. Schiedsrichter wollen scheinbar, also unser Zeitungsreporter war auch gerade da, hat gefragt wahrscheinlich, ob sie unbedingt in der Zeitung wollen.
Scheinbar ja. Ja, Bamberg hat jetzt 11 Sekunden, um hier den Ausgleichstreffer zu machen. Und da gibt's. Und er lässt es los! 3 Sekunden und der Schiedsrichter gibt eine Verwarnung. Nichts! Junge! Also ich. Nein, das, also jetzt wird's. Es gibt 2 Minuten für den Richter, genau. Ja. Oi, oi, oi. Also sowas Schlechtes. Sowas Schlechtes habe ich schon ganz lange nicht gesehen. Der Leipziger Trainer weist auf jede Kleinigkeit und Nicklichkeit hin, dreht hier komplett frei in der Halle. Oh Junge, Junge. Ja, besonders beliebt macht er sich auch gerade nicht beim Publikum. Ja, und jetzt? Freiwurf, Christian Herz. Ja, Torwart war drinne. War nicht drinne. Ja. Ja. Also so eine schlechte Leistung. 40 Minuten pfeifen die Schiedsrichter komplett souverän in einem extrem fairen Spiel. Ja, also das Spiel war ja fair. Das war sehr fair. Also klar. Und die letzten 20 Minuten pfeifen die das Spiel um. Ja. Also das muss man förmlich unterstellen. Das muss man ja förmlich unterstellen. So was Schlechtes haben wir schon lange nicht gesehen. Damit würde ich sagen, brechen wir das lieber relativ zeitig ab, bevor ich mich auch komplett in Rage rede. Schade. Ja, ich versuche mich noch würdig zu verabschieden, ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Spiel. Allen Mannschaften viel Glück weiter in der Liga. Und wir hören uns beim nächsten Livestream.